Holger, das war ja auch. Es gibt Sachen, wo du in deiner normalen Logik ständig immer hin und her gerissen bist zwischen den Möglichkeiten. Und ich sage, es ist wirklich so unendlich einfach. Du wirst erst einmal akzeptieren müssen, dass du der Einzige bist, der das verstehen kann. Darum ist vor jedem Selbstgespräch, ich erkläre es jetzt dem, der sich dieses Gespräch jetzt ausdenkt. Das ist natürlich für Materialisten, wenn du materialistische Logik in dir laufen hast, ist es schon sehr ungewöhnt, weil du sagst, es wurde ja vorher aufgenommen. Das ist eine Interpretation von etwas, was jetzt da ist. Das ist hundertprozentig sicher. Dann reite ich immer auf diesen hundertprozentig sicher rum und jetzt ist es hundertprozentig sicher, dass du mich sprechen hörst. Das ist hundertprozentig sicher. Die Frage ist, was ist dieses Du, das ich jetzt anspreche? Eigentlich, wenn ich jetzt das Udo-Programm laufen habe, sitze ich allein da und ich höre jetzt den Udo sprechen. Ich höre vor mir einen Computer und dann kommen Geräusche aus einem Lautsprecher raus und ich sehe ein Pixelmännchen. Das ist hundertprozentig sicher. Und jetzt sage ich immer, die Namen sind austauschbar. Drum sind es Selbstgespräche. Es ist ein ganz ungewohntes Denken, aber man muss sich wirklich zuerst einmal bewusst machen, was ist 100% sicher? Und jetzt kommt dieser Satz, der vor einem steht: Einen Traum erlebt bloß der Geist, der träumt. Das heißt, alles, was du dir ausdenkst, ob das Menschen sind, ob das jetzt nur Gedanken sind oder ob du die als sinnlich wahrgenommene Information vorliegen hast, als eine Realität, die angeblich um dich herum ist. Es sind deine Informationen. Und solange wir das nicht immerwährend, jeden Moment im Hintergrund installiert hat, diese Erkenntnis, wirst du dich immer und immer wieder aufs Neue narben. Du gehst immer wieder in die Vergessenheit. Und darum ist es auch wichtig, solange du versuchst, das Gedanken von dir zu erklären, hast du das Wesentliche nicht verstanden. Oberflächlich betrachtet ist jetzt doch kein Unterschied. Es spielt jetzt keine Rolle, ob wir jetzt das Skype-Gespräch führen, ob ich mit irgendjemandem ein Skype-Gespräch führe oder ich als Brösel unter Brösel, als Affe unter Affe praktisch mit irgendwelchen Bröseln kommuniziere. Aber alles, was jetzt diese Worte und Vorstellungen in dir auslösen, sind deine Informationen. Das ist hundertprozentig sicher. Und darum ist jeder einzelne Satz, wenn du frei werden willst, wach werden willst, frei werden willst aus diesem Traum, heißt wach werden. Und wach werden kann nur der Geist, der träumt. Niemals eine Figur, die im Traum in Erscheinung tritt. Ich habe das in tausenden Variationen durchgespielt. Dein Traum ist maßgeschneidert. Wenn Menschen träumen und jetzt Mensch ist Adam, da gibt es schon gar keine Mehrzahl. Das ist jetzt schon ganz interessant. Es gibt ja das hebräische Wort Adam, das unter anderem Mensch heißt. Das ist auch der Rode. Darum sage ich immer, der rote Kopf, das Rot steht für etwas, was praktisch nicht existieren kann als Ding an sich, weil es ewig ist. Der ganze Aufbau, jetzt computertechnisch, als Programmsprache, was bei Holofeeling dann auch noch mit dazukommt, ich betone immer wieder, das ist sekundär. Du musst sagst, du Geist, das heißt ich mache jetzt ein Selbstgespräch. Das muss dir immerwährend bewusst sein. Das heißt, ich sitze jetzt vor dem Computer, schon wieder verkehrt. Ja. Ich kann nicht vor dem Computer sitzen, weil ich bin der, der sich den ausdenkt, der vor dem Computer sitzt. Ja. Diese Kleinigkeit, das ist der Kabelstecker im Auto, wo ich sage. Diese Symbolik, jeder Satz ist so unheimlich wichtig, dass du in einer Vorstellungswelt lebst. Das, was du dir vorstellst, sind aber deine Informationen. Das sind immer diese zwei Seiten. Das Spiel spielst du alleine. Der Einzige, der ewig ist, das bist du. Das heißt, das bin ich, weil ich ja behaupte, dass ich du bin. Und jetzt ist es interessant und ich kann immer nur raumzeitlich kommunizieren. Das ist diese Aussage, dass ich sage, wenn ich jetzt als Symbol ausgedachterweise Betriebssysteme nehme, wenn du auf Basic-Betriebssystem arbeitest, kann Windows nicht mit dir kommunizieren, außer Windows spricht mit dir in Basic-Sprache, in Basic-Logik. Das nennt man diese Abwärtskompatibilität. Und einfache Sätze, dass du dir zuerst einmal bewusst machst, was dieses in der Esoterik so oft viel gepriesene ewige Hier und Jetzt bedeutet. Das ist, wir stellen uns jetzt einmal ganz wir
Ich und ich, das ist dieses E-Quadrat, JCA und ICA. Wir sind zwei Seiten einer Medaille. Die kann untrennbar zusammen. Und zwar ist es, die eine Seite ist immer und die andere Seite ist vergänglich, in einem ständigen Wechsel. Und jetzt wirst du irgendwann nochmal feststellen, dass nichts alles ist. Nichts ist immer und alles sind die Gedankenwellen, die einem ständigen Wechsel unterliegen. Das heißt, alles ist nicht im Meer, sondern das ist die wogende Oberfläche des Meeres. Und du merkst jetzt schon in der Sprache, wie präzise das wird, aber ich will mal ganz einfache Metapher, die ich immer wieder wiederhole, und solange das nicht installiert ist, dass das jeden Moment präsent, eine Präsentation Präsens im Jetzt, jeden Moment im Hintergrund präsent für dich bewusst ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich denke mich jetzt, dass ich als Personifizierung, als Person da sitze, ich denke mich selbst aus und in einem Meter Abstand vor mir habe ich auf der VR-Brille, das ist immer das Symbol, dass da außen um dich herum nichts ist, dass es wirklich nur Informationen sind, habe ich in einem Meter Abstand vor mir auf dem Tisch habe ich ein Glas Wasser stehen. Und jetzt muss ich das nochmal, um das ewige Jetzt zu verstehen, es ist absolut unmöglich, dass ich in einer Minute das Glas Wasser trinke. Oder in 10 Sekunden. Weil alles, was in mir passiert, passiert jetzt. Es ist auch unmöglich, dass dieses Wasser einen Meter weit von mir entfernt ist. Ich kann mir das ausdenken. Ich kann mir das gedanklich vor mich hinstellen oder ich kann das auch sinnlich wahrnehmen, wenn es auf der VR-Brille ist. Und schon machen wir wieder dieses große Problem, schon wieder eine Trennung, dass ich immer sage, der Geist, der du bist, der sich jetzt mit deinem Körper verwechselt. Der eigentliche Geist sitzt im Zentrum des Kopfes, den du dir jetzt ausdenkst. Das ist das dritte Auge, wo man normalerweise zwischen die Augen reinmacht, was nicht ganz richtig ist, wäre der Geist nämlich zwischen den Augen und du würdest an deine beiden Augen denken, dann würden ja deine Augen rechts und links von dir sein. Wenn du jetzt an deine Augen denkst, stellst du die vor dich hin. Das heißt, die siehst du dann auch für mich, wo ich immer sage, wer ist, wenn ich jetzt dieses alte Beispiel schließe, deine zwei Augen und dann stell dir deine zwei Augen vor, diese zwei Augenkugeln und dreh dir mal, dann merkst du förmlich, dass du hinter den Augen sitzt. Das ist dieses absolute Zentrum. Es ist auch das Krishna, das schwarze Loch, das baut sich eigentlich alles in Zwirbelschalen auf. Das ist alles, was ich jetzt sage, kannst du nachvollziehen. Das sind diese vielen kleinen Beispiele. Das heißt, was du zu sehen bekommst, bekommst du jetzt zu sehen und das ist in diesem Zentrum. Aber in dem Zentrum ist alles gleichzeitig. Das ist in der Physik das schwarze Loch. Da hat die unser Redo heute Morgen was Schönes reingestellt, weil es ja keine Zufälle gibt. Ich werde da ganz kurz einmal den Bildschirm übertragen. Mach mal so ein leichtes Gespräch. Das ist egal, welches Leben du jetzt lebst, solange du das nicht verstehst. Darum sagen wir, es ist keine Drohung. Ich sage, du wirst ewig leiden. Du hast die Freiheit, die Tür habe ich geöffnet. Und ich sage auch immer wieder dazu, es geht nicht darum, dass du jetzt irgendwas an deinem jetzigen Leben veränderst. Das ist ja maßgeschneidert. Sondern die Veränderung besteht darin, dass du ein absolut bewusster Beobachter deiner eigenen Informationen und Reaktionen und Wertungen wirst. Das ist die Veränderung. Die Rolle, der Schauspieler auf der Bühne spielt die Rolle ganz normal weiter, aber er wird sich langsam bewusst, dass er eigentlich nur in einem Schauspiel sich befindet, auf einer Theaterbühne, in einem virtuellen Raum, den er sich um sich herum ausdenkt, der computergeneriert ist. So, jetzt muss ich das ganz kurz hersuchen hier, den Redo, die zwei Internetseiten. Unser Redo hat hier halt was reingestellt, das ist halt so. Das ist einmal das Erste, dass diese Berechnungen, dass die Naturwissenschaft, das ist so unendlich trügerisch. 2019, das heißt dazu wie eine intellektuelle Spiegelung, öffnete das Team von Event Horizon Teleskop der Welt den ersten Blick auf ein schwarzes Loch. Das Bild des glühenden ringförmigen Objekts, das die Gruppe enthüllte, war jedoch kein herkömmliches Foto, es wurde aus einer riesigen Menge von Daten berechnet.
Dir muss das dann mal klar sein, jeden Moment, was ist jetzt da? Es ist einfach jetzt, wenn du jetzt das zu lesen anfängst, ist dir nicht einmal bewusst, dass du auf einen Monitor schaust. Ich sage einfach, es sind Worte da und du wirst diese Worte werden jetzt in dir Vorstellungen auslösen und zwar Vorstellungen, die du mit deiner jetzigen Logik, mit deinem jetzigen Schwamminhalt, mit deinem jetzigen Programm interpretierst und so Vorstellungen machst. Mhm. An was denkst du bei dem Wort Vereinigte Staaten? Da kannst du kein Bild machen. Das ist hier, da gibt es überhaupt keine Zufälle. Du kannst jedes MX, Gestaltwerdung tritt heraus. Ja. G, das Leben wird auseinandergeschmissen. Mhm. Spanien, SB, das raumzeitliche Wissen heißt Schwelle, eine logische Welle von deinem Ani. Mhm. Du bist dabei, wenn ich jetzt hebräisiere. Mhm. Ani ist dein blaues Ich, dein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Mhm. Ganz interessant, Gestaltwerdung, die X aus dir herausgeht, ist intellektuell wie Greisen, wenn ich Co mache, Co heißt zusammengeschmissen mit dir selber. Alles MX, was aus dir herausgeht, ist verbunden mit dir, weil du denkst es dir ja aus. Chi heißt Leben, Le heißt auseinandergeschmissen, explodiert. Raumzeitliches Wissen, SB ist die Schwelle und das Becken eines Ani. Ani ist dein Intellekt, das ist dein blaues Ich, dein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Mhm. Das kann ich jetzt jedes Wort kriegt einen komplett anderen Sinn. Ja. Die Physiker veröffentlicht den dahinterstehenden Programmcode. Und so weiter und so weiter. Der hinter dem jeglichen Leben stehende Programmcode ist letzten Endes Holofeeling. Mhm. Das ist, du bist ein Computer. Jetzt kommen diese Algorithmen. Das ist Gott, das ist nichts. Das ist der Punkt, in dem sich alles befindet. Die absolute Implosion. Ich sage immer, der Urknall, bevor er geknallt hat. Mhm. Das heißt, ich benutze dieselben Worte und mache komplett andere Informationen draus. Ja. Der Witz ist, das System, wo ich das umsetze, diese Vatersprache, funktioniert in allen Sprachen der Welt. Ja. Mhm. Schau, das Score, haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können jetzt erst einmal hier GWAFR schreiben für Score. Jetzt wirst du als Fremdbürger, als Schutzbürger in einer Traumwelt. Du verwaltest, du wohnst als ein Tier, das Jungtier. Da wird es natürlich auch interessant, da müssen wir jetzt die Jungfrau, die junge Frau, müssen wir mal die lateinischen Wörter anschauen. Wir können natürlich auch dieses G, den Geist erwecken. Das ist ja auch O. Ja. Okay. Das ist natürlich eine Sache, er dort Einhalt. Schalt, strafte, drohte, beschimpfte, schimpfte aus, schrie, furt, einhalten, schilde, strafe. Das ist diese normale, dieser Geist und dessen augenblickliche, da haben wir schon die Augen, die Becken. Licht, das ist es Ani. Berechnung, Rationalität ist immer Berechnung. Etwas RW-Ecken, doppelt aufgespannt, das ist mit dem Finger. Oder geistig wach, aufgeweckt sein, rot geschrieben. Immer das Gegenteil dazu machen. Ja. Also das System ist einmal sekundär für mich. Ich sage, du musst erst wissen, was du bist. Dir muss jeden Moment dazu, du benötigst keinen Intellekt. Ja. Das heißt, großen Durchbrüche der Astronomie und so weiter und so weiter. Das ist alles zusammengedacht. Das ist nachgeplappert. Das sind logische Konstrukte. Die Naturwissenschaft genauso wie Religion. Das heißt, wenn wir jetzt in einen Dialog treten, ich wollte ganz kurz hier noch. Da ist das Spiel nochmal dabei, abstrakt. Warte mal, ich suche nochmal was. Was war das hier? Almina. Das war zum Beispiel auch schön. Eine Lösung der Gleichung der allgemeinen Relativitätstheorie beschreibt ein schwarzes Loch. Auf Sanskrit heißt es Krishna, das Schwarze. Loch ist die Lebensfrische, wenn wir es hebräisieren, als Singularität, als einen Punkt, in dem die ganze Raumzeit alles in einem Punkt zusammenfällt. Das ist Krishna, das ist Gott. Und du bist ein Krishna, du bist ein Gott, du bist ein Gotteskind. Okay? Mhm. Und das ist jetzt interessant, das hebräische Wort für Singularität, das ist schon interessant. Hier, schau, 44 ist das Kind. 44, der Wert 44 ist das Gotteskind. Ja. Ein Gotteskind ist eine Singularität, es ist schlichtweg und einfach ein träumender Geist.
Ja. Weil alles sich in einem träumenden Geist abspielt. Alles, was du um dich herum ausdenkst, was du in die Vergangenheit, was du räumlich oder zeitlich woanders hindenkst. Übrigens, das, was ich jetzt sage, ist hundertprozentig sicher. Okay? So, kleinen Moment, mal wieder zurück. Das ist das, was wie ich dick ist. Wie ich und dick hebraisiert im Mittelpunkt. Ja. Das ist wichtig. Darum ist, wenn man in eine Kommunikation tritt, ich habe hier so ein kleines Gedankenspiel gemacht, dass ich hier von vornherein, ich rede jetzt mal wieder ganz normal auf deiner Logik raumzeitlich, dass ich sage, wir denken uns jetzt einfach mal, ich müsste einen Vortrag halten, was ich normal nicht vor dem Bundestag, vor Wissenschaftlern. Ist vollkommen sinnlos, weil das jetzt schon wieder ein Vortrag wäre mit ausgedachten Menschen, die sowieso nicht verstehen, wenn mir das nicht jeden Moment bewusst wäre. Und darum poche ich immer wieder drauf zu sagen, ich erkläre es denen, der sich jetzt den Udo ausdenkt, der sich dieses Pixelmännchen ausdenkt oder dann Udo irgendwo hindenkt, der sich die Ariane ausdenkt und sich selbst ausdenkt, der sich letztendlich alles ausdenkt, was er erlebt. Es ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Ob dir das jetzt logisch erscheint, selbst wenn es dir nicht logisch erscheint, das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Darum sind so Schwerpunkte bei Holofeeling. Wenn wir geistreich miteinander reden, müssen wir das zuerst einmal rationalisieren, ich drücke es anders aus, wir müssen erst einmal einen Weg finden, dass wir sagen, lass uns nicht von Hirngespinste reden, von Möglichkeiten reden, sondern wir wollen erst einmal uns klar machen, was ist jetzt hundertprozentig sicher. Hundertprozentig sicher ist das, was du jetzt überprüfen kannst. Ja. Kommunikation, die wir jetzt verbal durchführen mit Sprache, ist ein riesengroßer Trugschluss. Das erste Mal, dir wird klar werden, dass du als normaler, normierter Mensch, was du jetzt als Mensch definierst, dass die durch die Bank kein einziger ist, kein einziger, den du dir ausdenken könntest, der weiß, was 100% sicher bedeutet. Es ist so leicht zu beweisen, dass egal welchen Intellekt wir jetzt als Programm nehmen, mit dem wir denken, dass hier wirklich 99% von dem, was man ein hier und jetzt ausgedachtes Leben lang mit diesem Intellekt, mit diesem Menschen, der man zu sein glaubt, als hundertprozentig sicher angesehen hat, dass das so leicht zu überprüfen ist, dass du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Darum kann man sich diese Selbstgespräche immer nur gebetsmühlenhaft bewusst machen. Es ist ein Prozess, wenn ich immer mein Beispiel nehme mit Klavierspielen lernen. Du musst immer wieder wiederholen, wenn du ein Meister werden willst, und immer wieder wiederholen eine Phrase, dass die immer runter wird, bis du das schlafwandlerisch im Hintergrund installiert hast. Deswegen bleibt die oberflächlichen Gedankenwelt bleibt vollkommen gleich. Aber wenn das verstanden ist, hast du vor nichts und niemandem mehr Angst. Das Meer hat keine Angst vor seinen Wellen. Du hast doch keine Angst mehr, dass du was verlierst. Du hast keine Angst, dass sich was auflöst. Es verwandelt sich. Aber war das nicht dein ganzes Leben der Fall? Ich rede jetzt mit einem Geist, einem träumenden Geist, der ein Leben träumt. Dass du dein ganzes Leben immer derselbe Geist warst. Du kannst dich jetzt als Kind denken, du kannst dir lauter diese Vorstellungen machen. Ich muss die Ritter dazu schalten. Herr Ritter, ich nehme gerade auf. Ich bleibe im Fluss weiter. Das sind jetzt lauter so, wie interpretiert es dein Programm? Wenn du jetzt ganz normal als Zuhörer dir dieses Video anschaust, hast du jetzt Interpretationen, du kannst dir die bewusst machen. Es ist immer wieder unsere Computermetapher, wo ich sage, ist es eine momentan existierende Existenz oder ist es im Arbeitsspeicher? Der Arbeitsspeicher existiert erst, wenn du an den Arbeitsspeicher denkst. Jetzt wirst du merken, dass da ein Widerspruch kommt. Ja, der muss ja immer da sein, wenn mein Arbeitsspeicher nicht da wäre, wird ja der Film nicht laufen. Ich würde ja die Bilder in einem ständigen Wechsel nicht sehen auf dem Bildschirm im Jetzt, wenn im Arbeitsspeicher nicht alle Bilder gleichzeitig wären. Das ist das Rotgeschriebene, wo ich sage, es ist immer alles da, aber existieren tut nur das, was jetzt von dir wahrgenommen wird. Und das verändert sich wirklich im absoluten Jetzt. Und dann kannst du wieder in die Naturwissenschaft reingehen und dann erklären die, wenn dann dicke Philosophie, ich will jetzt nicht aufstehen,
Siehst du, das ist schon wieder solche Sachen, das illusioniert dir sofort, dass da irgendwo außen ein Udo vor dem Computer sitzt, wenn ich das sage. So ein dickes, dickes Buch schon, das ist, was weiß ich, 25 Jahre alt, das ist so eine Summa summarum der modernen Philosophie. Das nennt sich Philosophie, das hat mit Philosophie überhaupt nichts zu tun. Das ist reine Naturwissenschaft geworden. Philosophen sind tiefgläubige Materialisten. Es geht nur um Vergangenheit. Die erzählen dir nur, sie rezitieren, sie äffen nach, was man ihnen in Elternhaus und Schule erklärt. Das ist der Schwamminhalt. Dieser vollgesogene Schwamm. Der bestimmt, was du für eine Moral vertrittst. Der bestimmt, was dir gefällt, was dir nicht gefällt. Dass ich immer nur darauf hinweisen kann, ich kritisiere nichts, ich bewerte überhaupt nichts. Es geht nicht um Kritik. Kritik ist immer eine Bewertung mit einem einseitigen Ideal. Erst dann, wenn ich ein einseitiges Ideal vertrete in mir als Wertesystem, kann ich sagen, das ist gut und das ist böse, das ist richtig und das ist verkehrt, das ist schön und das ist hässlich. Das ist gesund machend und das ist gefährlich krank machend. Wenn ich kein Ideal mehr vertrete, sondern nur noch sehe, was jetzt da ist. Im letzten Selbstgespräch habe ich ganz massiv darauf hingewiesen, welche Meinung vertrittst du? Das war diese Sache, wo ich auf den Dadat angehe, wo ich sage, das geht nicht um den Dadat, um diese Geschichte hier mit rechtsradikal oder linksradikal, sondern mach dir doch einmal bewusst, wo du deine Meinung her hast. Was für ein Wahn ist in dir drin, dass dir hier eine Einseitigkeit absolut logisch erscheint und jeder, der wo was anders behauptet, ist ein Lügner. Ich mache jetzt nochmal den kleinen Sprung hier mit unseren hundertprozentig sicher. 100% sicher ist das, was jetzt ist, was du sofort überprüfen kannst. Und dann kannst du auch überprüfen, dass die Reizauslöser in dem Moment, wo sie unmittelbar in dir auftauchen, das heißt einmal überhaupt noch keine Qualität beinhalten. Worte beinhalten keine Qualität. Die große Frage ist, was machst du jetzt aus den Worten für eine Vorstellung? Und jetzt ist es natürlich interessant, dass je nach Interpretationsprogramm, je nach Intellekt dieselben Worte, gleichgültig, ob jetzt das Geräusche sind oder ob du geschriebene Worte stehen siehst, komplett unterschiedliche Vorstellungen auswerfen. Ich muss jetzt zum Beispiel bloß sagen, jetzt denke mal an dich selbst. Und ich kann mir jetzt tausende von Geistesfunken ausdenken, die bei diesen Worten an was ganz was Bestimmtes denken, nämlich an sich. Aber das ist jedes Mal immer ein anderes Ich, ein anderer Körper. Jetzt schau deinen Computer an und jetzt garantiere ich dir, je nachdem, wer du zu sein glaubst, schaust du auf einen anderen Computer. Und jetzt schau über den Computer, über den Monitor hinaus und schau den Hintergrund an, den du hast. Und jetzt denkst du dir, weil du ja immer noch glaubst, dass du dich in einer Welt auf einer Erdkugel befindest, was ist jetzt ungefähr einen Kilometer vor dir? Was ist einen Kilometer hinter dir? Und dir muss jetzt klar sein, je nachdem, welcher träumende Geist du bist, lösen diese Worte komplett andere Bilder aus. Das ist die Wurzel. Das ist vollkommen ein vollkommen anderes Denken. Das hast du was feststellen auf der Bröselebene kommunizieren. Unterbröseln geht sowieso nicht. Das sind Programme, Computer, die mit Programmen. Du musst das da mal einen Geist setzen. Ein Bewusstsein setzen. Darum ist dieses JCH, ich, JCH, symbolisiert Jesus Christus. Hat nichts mit einer jetzt ausgedachten vergangenen Person zu tun. Mit einem vergangenen, einen schon vor 2000 Jahren gestorbenen Trockennasenaffen. Das sind alles Interpretationen. Das ist der vorm Bücherregal. Und in dem Moment, wo du auf Worten ganz bestimmte Vorstellungen machst, bist du einer, der ein Buch, ein Regelsystem in der Hand hat, das aus diesen Worten dann mehr oder weniger diese Vorstellungen generiert. Der vorm Bücherregal hat die Bücher schon gelesen. Und der sagt jetzt zu dir, eigentlich bin ich du. Der einzige Unterschied zwischen uns zwei ist, dass ich absolut wach bin. Ich denke nur in Chats, in großen Kollektionen. Und du denkst noch in Interpretationen. Es ist leicht zu verstehen. Das zu verstehen ist nur extrem ungewohnt. Und dann sage ich immer wieder in den normalen Wortsinn, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Da zeigt sich die geistige Reife. Und wenn da eine massiv, massiv dagegen sind und sagen so ein Blödsinn, egal wer es ist, jetzt innerhalb
deiner Sippe, sag ich, ob es dich um deine Eltern handelt, ob es um deine Geschwister geht, um deine besten Freunde geht. Es ist immer wieder dasselbe Spiel. Du wirst merken, diese Jesus-Worte im Neuen Testament sind Hammerschläge. Solange du glaubst, dass dein Vater, solange du deinen Vater, deine Mutter, deine Geschwister mehr liebst als mich, das heißt als dich selbst, weil ich ja behaupte, dass ich du bin, jetzt auf der roten Ebene, bist du meiner nicht wert und du wirst erkennen müssen, dass die größten Feinde, die du hast, deine Hausgenossen sind. Und deine Traumwelt ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Das ist so unendlich einfach, das ist so voller Fehler, die sind bewusst erschaffen, da ist nichts verkehrt gelaufen, dass du das erkennst. Es ist wir machen hier ein rein geistiges Spiel. Von Geist weiß deine Welt nichts, da können die noch so viel von Geist und von Gott und von Seele reden. Diese Selbsterkenntnis, es sind zuerst einmal alles wirklich nur vergängliche Erscheinungen. Sie entstehen, wenn du sie denkst oder sinnlich wahrnimmst und sie sind wieder weg, wenn du sie nicht mehr denkst. Das gilt sogar für das, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, für deinen eigenen Körper. Was ist an dem Satz falsch oder verkehrt? Magst du falsch? Faller ist ja die Falle oder verkehrt herumgedreht. Das wäre jetzt einseitig. Wenn ich sage, du bist doch eindeutig auch dann da, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Was ist in dir drin, dass du das nicht wahrhaben willst? Da muss nur ein kleines Wehwehchen kommen und dann wirst du feststellen, wie du in einer Identifikation bist mit einem kranken, schmerzenden Körper, wo du die Krankheit, die Schmerzen los haben willst, ein ständiges Nicht-Haben-Wollen von irgendetwas und du meinst, du heilst das Ganze, wenn du das ausmerzt, wenn du es vernichtest. Nein, du heilst es, wenn du es nicht mehr denkst. Es geht ums Loslassen können. Mein Gespräch mit meiner Helene, wo ich sage, diese Entwicklung des kleinen Trockennasenäffchens, den du vernunftbegabten Menschen nennst, den wir uns jetzt ausdenken als Säugetier, diese 3x3x3 Wachstumsstufen, das ist mehr Philosophie, wie alles die von dir bisher ausgedachten Philosophen bieten können. Weil da schwingt immer noch die Einseitigkeit mit. Ich bin du heißt es, dass alle großen Philosophen, die du dir jetzt ausdenkst, jeder für sich, einen tollen Gedankenboden geknüpft hat, den ein anderer Philosoph nicht lösen kann. Wenn du in deinen geistigen Archiven natürlich immer jetzt gedacht aus deinem tiefsten Innern, du bist ein träumender Geist, alles kommt aus dir, einfach einmal vergleiche, Max, was in dir auftaucht mit Philosophen. Jeder große Philosoph, den du dir denkst, hatte zu seiner Zeit, die natürlich immer nur jetzt in die Vergangenheit gedacht wird, ebenfalls große Philosophen, die was ganz was anderes oder das genaue Gegenteil behauptet haben. Und das Verrückte mit Holofeeling erkennst du, dass wirklich jeder recht hat. Das ist das Spiel mit den Perspektiven. Und es wird nur immer diskutiert und gestritten, wer von beiden recht ist. Es kann ja nicht beides richtig sein. Die große Falle, aristotische Logik, bin ich so oft drauf eingegangen. Vom ausgeschlossenen Dritten, der auch erwähnt wird, wissen die nichts. Weil ein ausgeschlossener Dritter, die Synthese dieser zwei Widersprüche, ist immer noch was Ausgedachtes. Das wäre erst die rote Vier, wie ich das nenne. Macht das Ganze rund. Und in der Sprache, egal in welcher Sprache, ob wir jetzt hier ins Lateinisch-Griechische, ins Semitische gehen, es gibt einen Zustand vor Babel. Vor der Sprachverwirrung, das ist die Vordersprache. Und der Einzige, der da ist, das lernen muss, das bist du. Niemals ein Gedanke. Also versuch bitte nicht einer vergänglichen Erscheinung zu erklären, was Ewigkeit bedeutet. Versuch bitte einem ausgedachten Objekt nicht zu erklären, was Geist ist. Du kannst jetzt für das Wort Objekt auch das Wort Mensch, Körper, Gehirn, egal was du setzt. Es existiert, weil du es denkst und es ist wieder weg, wenn du es nicht mehr denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Das heißt, das Selbstgespräch, das wir beiden jetzt führen, spielt sich absolut gesehen eigentlich nur in der roten Ebene ab. Mhm. Aber es tritt in Erscheinung als ständiges Flackern von verschiedenen Informationen, die aber letztendlich nur von dir selbst erlebt werden. Aber was du erlebst, ist das, was du aus den Worten jetzt machst. Dieses im Anfang war das Wort, kriegt vollkommen einen vollkommen neuen Sinn. Da steckt das Wort Sinus schon drin.
Und dann kann man uns natürlich Worte anschauen, aber das ist richtig schön. Und dann ist jede Kleinigkeit mit Computersprachen, egal was wir hier machen, es ist ein absolut lückenloses System. Da war heute Morgen, warte mal, habe ich das noch schnell? Einen Moment, ich muss schauen, ob ich es finde auf die Schnelle. Zeig dir mal was. Da war heute Morgen auch in unserem Chat irgendwer, weiß noch mal, ich war ja als Udo immer vergesslicher, hat hier was reingestellt, hier, weil die Computer ja alles berechnen, die Computer. Das ist Wort, habe ich oft darauf hingewiesen, dass das Wort Computer bei uns auch hier im Dennach ja vorkommt, in unserem Dennach. Das hebräische Wort für Computer. Okay, das ist interessant, wenn man da hin dran hängt, dann wird es so ein Gedanken. Das ist das hebräische Wort auch für Gedanke. Setzt dich das da mal zusammen als Mech, Unterform, ein gestaltgewordene Kollektion, das ist ein Schwamminhalt. Dieser Schwamminhalt, diese Gestalt, Waff dazwischen heißt dann übrigens Gehirn. Habe ich oft darauf hingewiesen. Das ist immer so einfach. Eine gestaltgewordene, aufgespannte Kollektion, das ist jetzt das ausgedachte Gehirn. Aber es ist natürlich interessant, das ist auch hier das Mark, geistig gesehen, hier das Knochenmark. Da müsste man jetzt wissen, dass der Knochen, Ätzem, dass dieses Wort Knochen auch das Selbst ist rot gelesen. Darum ist das, was am Körper überbleibt, was wir jetzt uns gedanklich ewig denken, ist das Knochen, ist dein Skelett. Aber das ist rot gelesen auch dein Selbst. Das innerste Mark, das ist die Kraft in dem Ding, in dem Gegenstand. Versteh das Wesen, der Kern, ich selbst, geistig, nicht materiell. Was an dem Fleisch, an der göttlichen Botschaft, die verändert sich ständig. Okay? Das ist das Mech. Und dann haben wir hier, da wird es jetzt schon interessant. Dann wirst du ein Kreis, ich sage, wenn du ein Kreis geworden bist, erkennst du, dass du dein ganzes Leben schon immer ein Kreis warst. Das ist ein Rückkehrer. Der wird wieder heimgeholt. Du kannst es natürlich auch ständig wiederholen. Merkst du die Symbolik, dass da wirklich ein arithmetisches System im Hintergrund ist? Dass das Selbst der Rückkehrer ist. Ein Gerei ist, der Geist ist ein Spiegelbewusstsein. Unser Rei, unser Kopf, der Schöpfer Gottes. Und wenn ich ja hierhin dran mache, dann heißt es gefangen nehmen. Das heißt aber auch, setz dich, sitze, bleibe hier und jetzt. Und wenn du das machst, dann bist du schon zurückgekehrt. Dieses Kehren, Zurückkehren, alles, was du dir ausdenkst, was zur wird, muss wieder zurück. Das CU, das CWAF ist ja unser Befehl. Die Geburt, das ist ja auch zu. Befehl, zweifeln, das ist das, wenn sich was aufspannt. Schau das kleine Bild an. Und wenn das wieder zurückkehrt, dann bist du ein Gerais. Denk, was ich immer sage, du bist der Rei, nicht das Vormspiegel und auch nicht das Hinterm. Was da alles drinsteckt. Also dieser Computer, und da ist jetzt natürlich das Computerspiel, beginnt eigentlich mit Fortran. Das ist so das erste, die erste objektorientierte Programmiersprache gewesen. Übrigens 1957 ist dieses Programm in die Welt gekommen. So wie der UP. Von Anion, von Johannes, doppelt aufgespannt, Bacchus. Was heißt Bacchus? BKF heißt in dir. Was behaupte ich die ganze Zeit? Den Udo, den du dir jetzt ausdenkst, der ist deine Information. Stimmt oder stimmt? Ich kann immer nur sagen, ich bin wirklich der, der ich bin. Ich bin mit Sicherheit nicht der Gedanke Udo. Ich bin wesentlich, im Wesen, wesentlich mehr als UPLHJ86. Du selbst, der Geist, den ich das jetzt erzähle, wie irgendein Gedanke von dir.
Die Welt wird ein Wunder, es macht dich sprachlos, es raubt dir den Atem. Und dann sitzt du da, wie bestellt und nicht abgeholt. Stimmt oder stimmt? Das ist verbundenes Bewusstsein, das ist E-Quadrat, das sind wir zwei. In dir sind diese zwei. Das rote Ich, mit dem ich jetzt rede, und das JCH, der zu dir spricht. Aber da das Rot ja schon eins ist, muss ich dich träumen lassen und dann erlebst du dich jetzt als der Brüsselmensch, der du zu sein glaubst und denkst dir einen anderen Brüsselmenschen aus. Aber die Kommunikation findet jetzt nicht statt zwischen den aus von dir ausgedachten Udo und dem von dir ausgedachten Menschen, der jetzt vom Computer sitzt, sondern zwischen JCH und ICH. Das ist übrigens, wir können das Vater natürlich auch noch machen, vor die Formen zum Beispiel. Formen. Alles ist nur für Männer, für Geister. Dieses Vor ist ja eigentlich hebräisiert pur. Und du wirst jetzt feststellen, dass das Los, der Zufall, das Auseinanderbrechen, das Zerbrechen in dir, die Formen, MN ist Gestalt gewordene Existenzen, das hast du dann auch. Ja. Das ist einmal die Abtrennung, von was sollen wir leben? Vom Himmelsbrot. Das Manna, die eine Seite, die Seiten. Die müssen wir uns natürlich dann extra anschauen. Es ist immer eine Trennung zwischen Wellenberg und Wellendal. Du bist immer in der Mitte, im Meer, der absolute Mittelpunkt. Das ist wie ich dich. Das musst du verstehen. Mhm. Das ist das Einzige, was wichtig ist. Das musst du jeden Augenblick, muss dir das bewusst sein. Mhm. Aber jetzt ist es hier bei dem Vordran, da haben wir ja dann noch die RAN hinten dran hängen. Wenn wir das jetzt suchen, gibt es das natürlich nicht, da musst du einen Trick machen. In der Dora kommt er sehr oft vor. Du machst einfach mal und schaust, ob es da Wörter gibt. Im Wort, dass das ein Wortteil ist. Mhm. Das sind lauter so Sachen. Und jetzt was, sie waren hell, sie wurden hell, sie fingen an zu leuchten und zu scheinen, weil das, was wie ich dich ist, ist die Lampe im Zentrum. Das ist das absolute Licht, das rote Licht. Die Energie, sag ich, Licht, Energie und Geist ist im Prinzip dasselbe. Du sahst mich an, du nahmst mich plötzlich wahr. Ein Gespräch von Geist zu Geist auf einer roten Ebene. Das ist das Verrückte. Diese große Erkenntnis zu verstehen, was Holofeeling heißt. Egal, was du anschaust, du siehst immer dich selbst. Aber immer nur eine kleine Facette, wenn das in dir auftaucht. Mhm. Ich will jetzt da nicht so auf die Grammatik reingehen, was jetzt natürlich auch sehr spaßig wäre, wenn wir uns die Stellen anschauen, wo diese Radix hier, das sind alles, du siehst es schon grün geschrieben, heißt, es kommt in der Dora vor, in unserem Dennach. Mhm. Das ist Auszüge sind die Übersetzungen, du erkennst mich. Erkennst du mich jetzt? Hast du jetzt endlich verstanden, wer ich bin? Gibt es nicht viel zu verstehen, ich bin ganz einfach du, ich bin der sich das jetzt ausdenkt, dieses Gespräch. Da kannst du ihn füllen, wenn wir jetzt immer dieses Spiel mit den Ecken, wenn ich sage, was hast eigentlich schmecken, was ist der Geschmack, wieso ist da die Stecken, die Ecken, die Strecken, warum sind da überall immer Ecken drin? Hat es irgendeiner in deiner Welt verstanden? Es kann keiner verstehen, den du dir ausdenkst. Du musst der Erste sein. Ja. Du musst einfach einmal den Mut zusammennehmen, dass du jetzt ganz bewusst sagst, kann es irgendeinen Gedanken, den ich denke? Ich bleibe jetzt nur im Bereich des Denkens und ich betone immer wieder dazu, es ist absolut gesehen kein Unterschied, ob du das, was du jetzt zu sehen, Ehe, verbinden, dass es immer mit dir verbunden ist, ob du es um eine sinnlich wahrgenommene Information, ob du es damit zu tun hast oder ob es wirklich nur jetzt ganz bewusst ein Gedanke ist. Die ist klar, wenn du jetzt an Rumpelstilzchen denkst, dass das nur ein Geräusch ist, da kannst du jetzt ein dunkelhaariges Mädchen draus machen. Du kannst aber auch, denk an den Fiegelstall-Vortrag, den ich mir jetzt ausdenke, dass ich hier im Vortrag sage, also ich stelle mir bei Schneewittchen eine Blonde in einem Leder-Mini-Rock mit einem Zungenbiersing vor. Ja, das ist doch nicht Schneewittchen. Ich sage, ja, ich habe die Freiheit, dass ich mir mein Schneewittchen ausdenke, wie ich will, weil ich ein freier Mensch bin. Du hast die Freiheit nicht. Für dich ist ein Wort immer nur das, was dir deine momentane einseitige Auslegung vorschreibt. Das ist dann in jeglicher Art und Weise diese kleinen Sätze, wenn wir jetzt über Menschen reden, des öffentlichen Rechts, Politiker reden, dann hast du eine ganz, ganz klare Vorstellung, wie die sind, auch charakterlich. Aber ist das deine Meinung? Hast du jemals jetzt auf der Brösel-Ebene dich mit den Menschen unterhalten? Kennst du die?
Wenn du sagst, das ist ein Arschloch oder das ist ein Verbrecher oder der ist ein Guter, positiv wie negativ. Das kannst du doch erst beurteilen, wenn du längere Zeit dich in einem persönlichen Rahmen, in einer Traumwelt mit einem Menschen auseinandergesetzt hast. Alles, was du nur vom Hörensagen kennst, kannst du in die Tonne klopfen. Das gilt übrigens auch alle für alle naturwissenschaftliche und religiöse Aussagen. Wurde jetzt Jesus gekreuzigt oder wurde er nicht gekreuzigt? Hängt davon ab, was du deinem Glauben schenkst. Das sind zwei Seiten und du suchst die eine Seite davon raus. Sind jetzt die Rechten die Guten oder die Linken die Guten? Die Fragen stellen sich mit Holofeeling nochmal, weil das Qualitätszuweisungen sind und wir wissen, Qualitäten entstehen durch das Wertesystem dessen, der irgendeine Erscheinung, die in ihnen auftaucht, bewertet und zwar nur einseitig. Ich zeige dir den Weg raus aus diesem Schlamassel. Und dann wirst du sagen, Masseldorf. Die Hebräer wissen, was das heißt. Wenn du musst halt in deinem Internet recherchieren, dann wird schon irgendwas auftauchen, was wichtig ist für dich. Wie ich tick, ist aber immer in der Mitte. Das, was auftaucht, geht nicht aus dem Mittelpunkt heraus. Creatio ex nihilo, die Schöpfung aus dem Nichts, dass wir selbst rot geschrieben sind. Das ist das Einzige, was das da mal, wie ich tick, ist für dich. Was man mit der Sprache machen, dass man sich da wirklich einmal eigenständig denkt, das ist doch nur immer ein Nachgehilfe. Egal, was du hast mit Meinungen, das würde immer mehr bewusst werden. Dann vielleicht, wenn man Kinder hat, also Disziplin braucht man, das Trockennasen auf dem Programm zwingt dich ja förmlich, deine Kinder zu lieben. Es gibt natürlich auch welche, die die Kinder ablehnen, aber wir bleiben mal in der Standardprogrammierung. Wir brauchen immer eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Und du merkst jetzt, die wollen nichts davon wissen, wenn die größer sind, wenn die erwachsen sind. Wie gehst du damit um? Einfach den Mund halten. Es wird nur Ärger machen. Du kannst die trotzdem lieben. Denk an meine Feddings, wo ich sage, wenn sie mit ihren Kindern und den Enkelkindern Weihnachten feiern. Alle Jahre. Ist doch vollkommen okay. Du sollst doch deine Rolle weiterspielen. Wenn du ein Lehrer bist. Ich sage immer wieder, Holofeeling mischt sich in diese Sachen überhaupt nicht ein. Der Verwandlungsprozess läuft in der geistigen Ebene ab. Jenseits diesen ganzen esoterischen Geschwätz und dieser Lebensberater. Gibt es mit Sicherheit auch Ausnahmen, die die Regeln bestätigen. Aber die, die es verstehen, sind dann nicht diese Menschen, die wir uns jetzt ausdenken, sondern die sind dann zwangsläufig ich. Das rote Ich. Es war schon immer so und es wird immer so sein. Das, was immer ist, ist nichts. Und das, was nicht immer ist, ist alles. Nichts und alles. Lass das auf dich wirken. Das, was im Meer ist, ist ein rot geschriebenes, absolutes Nichts. Und das, was nicht immer ist, das, was in Erscheinung tritt, was auftaucht, ist alles, eine auseinandergeschmissene Raumzeit. Die aber dann trotzdem letztendlich immer ist, aber im Meer selber gibt es halt keine Wellen. Wir müssen eine Peripherie aufbauen. Das ist meine Sache mit den 200 Gramm rote Gnede, wobei wir die rote Gnede uns jetzt schon vorgestellt ausdenken. Ganz einfache Sätze. Und wenn man dann wirklich einmal das Prinzip versteht, dass diese kleinen Sätze die Sprache, dass das Computerprogramme sind, das ist Holofeeling. Das ist die Entwicklungszyklen, wenn ich immer sage, von Basic zu DOS und dann zu Windows. Es gibt natürlich noch viele, viele andere Systeme. Ich sage, ich kann jetzt erst einmal, was erahnbar ist, wo ich jetzt zurzeit auf den jüdischen System aufbaue. Ich erwähne immer wieder die Upanishaden. Die heiligsten Schriften der Hindus, da ist ganz vorne steht erst einmal mein UB. Ich könnte jetzt auf gut eingedeutscht sagen, und dein Ani, dein Intellekt erzeugt den Schaden in dir. Das sind die Upanishaden. Wir können in die Sinologie, in das Chinesische reingehen. Denk an den Kuudo, den Budo, den Judo. Meint ihr, das ist Zufall? Nein, die Lautwesen, ich kann immer nur darauf hinweisen, wenn etwas gleich klingt, hat es miteinander zu tun. Es entzieht sich so dem Wissen, das dir zurzeit zur Verfügung steht. Wie viel von dem Wissen, das dir zur Verfügung steht, deiner Menschheit benutzt du eigentlich zum Denken? Ein mikroskopisches Nichts. Aber aufgeblasen, rechthaberisch dastehen und genau wissen, was Sache ist. Das ist so unendlich erbärmlich. Ja, es ist.
Es ist, wenn einem das einmal bewusst wird, und glaub mir, ich sage ohne Arroganz, ich meine jetzt nicht den Udo, das Wissen deiner Menschheit ist für mich das Wissen einer Schimmelpilzkolonie. Du hast keine Vorstellung, in welche geistige Höhen du dich noch hochschwingen wirst, in dieser Ewigkeit, in der du dich jetzt im Zentrum befindest. Das ist das, was man dann die mystische Erleuchtung nennt. Das war übrigens schon immer. Also glaub ja nicht, dass jetzt die jetzigen Menschen einer jetzt ausgedachten Menschheit in irgendeiner Form geistreicher wären. Sie sind viel, viel gescheiter angeblich bei eigener Definition wie die Alten. Aber du musst immer die Seiten drehen, die Kausalität. Wenn du dir eine Zeitachse vorstellst, geht ja schon los mit immer mit der Vorstellung. Zeit oder Raum, wenn du dir eine Zeitachse vorstellst und du denkst, ich jetzt mit einer normal anerzogenen Logik in die Vergangenheit, hat man dir erzählt, umso weiter wir in die Vergangenheit gehen, umso weniger wussten die Menschen von der Welt, so wie die Wissenschaft sich die jetzt vorstellt. Aber dass das eigentlich alles nur Lügengeschichten sind, Fehler sind, Sackgassen sind, die vollkommen unwichtig sind, die viel mehr Probleme, neue Probleme aufwerfen, wie sie eigentlich einen Heilungsprozess einleiten. Dass die wirkliche Weisheit ist in der Vergangenheit, auch noch sehr materialistisch geprägt, fehlerhaft. Und umso mehr wir in die Jetztzeit kommen, denkt bitte bewusst chronologisch. Das jetzige Wissen ist das jüngste Wissen, das die Menschheit besitzt. Aber ist nicht jung dumm? Modern. Das moderne Wissen ist modern, modern. Von Mode sind Zeiterscheinungen, die so schnell wechseln. Und die in so einem Geldwahn leben, in so einer Arroganz. Ja. Es ist für mich sehr, sehr schwer. Ich sage, ich kann immer wieder nur darauf hinweisen: Wir springen das Jahr 2001. Vortrag, Video Jakob, ist im Internet noch mit drin, einer der ältesten Vorträge, die mit Videos aufgezeichnet wurde. War die Ritter auch, glaube ich, auch. Ah. Ariane war damals noch nicht dabei. Aber die Ritter war da drin gesessen mit Martin, wo ich dann immer wieder sage, als Pixelmännchen jetzt, wenn man sich den anhört, wenn du jetzt den Eindruck hast, dass der Udo, den du dir ausdenkst, für was ist oder gegen was ist, weil meine Rhetorik oder meine Physiognomie das ausdrückt, deine Interpretation dieser Physiognomie oder dieser Rhetorik. Ich mache das ganz, ganz bewusst. Für mich ist alles vollkommen wertfrei und neutral. Es ist nur, dass du mal aufpasst. Der Sinn ist, dass du der bist, der dich selber beobachtet, wie du Bilder und Physiognomien und Aussagen und Worte interpretierst, wie einseitig du das auslegst. Man kann Sachen durchaus machen, wenn man sie bewusst macht. Und du wirst einen Zustand, den prophezei ich jetzt, dass du irgendwann mal einen tiefen Ekel empfindest, wenn du auf einen Menschen triffst, der einseitig rechthaberisch ist. Ohne dem das vorzuwerfen, weil es ist ja nur eine Figur, die von dir geträumt wird. Zuerst musst du einen Zustand kriegen, dass du wirklich weißt, ich bin jetzt ein träumender Geist, ich nehme alle Schuld auf mich, ich kann doch nicht irgendwelchen Dingen, die ich mir ausdenke, und dazu gilt auch das, was ich sinnlich real auf der Verabredung wahrnehme. Also was ich sinnlich wahrnehme, es ist ja mein Traum. Ich kann diesen Dingen, die aus mir entspringen, aufgrund meines fehlerhaften Programms doch nicht vorwerfen, dass die so in Erscheinung treten, wie mein Programm, ich mit meinem Programm, die letztendlich mir ausdenke. Du musst da ganz wertfrei über den Dingen stehen und das Spiel in dir beobachten. Und dann wirst du feststellen, wirklich wie unendlich hässlich einseitige Rechthaber sind. Aber sie sind alle freigesprochen. Und du kommst dann in einen Neutralitätszustand. Und ich habe mehrere Male schon erwähnt, wenn ich jetzt wirklich ausdrücken, das Schlechteste, für mich gibt es keine guten oder schlechten Wörter, weil es ist ja schon wieder eine einseitige Definition, aber wenn ich dann einmal in meiner Verzweiflung wirklich auf der Bröselebene jemanden sagen, ins Gesicht schmeißen will, wie widerwärtig das ist oder wie blöd er ist, das sind jetzt schon alle solche einseitige Definitionen. Also das Schlimmste, was ich überhaupt so einen auf der Bröselebene als Mensch unter Menschen, so einem Menschen sagen kann, um seine Widerwärtigkeit darzustellen, dass ich das ausdrücke. Habe ich lange überlegt, was das wäre. Und dann habe ich gesagt, das Schlimmste, was einer zu dir sagen kann, ist, wenn er sagt, du bist völlig normal. Du bist völlig normal. Normal heißt normiert.
Besser kann man es nicht ausdrücken. Es bringt es auf den Punkt. Du bist absolut nur eine normierte, programmierte, geistlose Maschine. Ja. Und du kannst nicht anders. Wenn du Geist wärst, hättest du die Freiheit, dich davon zu lösen und dein Programm zu erweitern. Das ist die Sache. Du könntest aus deinem Buchstaben ein Wort machen. Aber die Grundvoraussetzung, dass aus dem Buchstaben H ein Wort wird, ist, dass du andere Elemente dazu nimmst. Die anderen Buchstaben, andere Denksysteme dazu nimmst. Der Heilungsprozess beginnt, indem du all das, was du bisher als widerwärtig, als verkehrt, als böse, als schlecht, als falsch definiert hast, auch in Bezug auf ganze Glaubenssysteme, politisch wie religiös, dass du die dir zu eigen machst. Das sind nämlich die anderen Buchstaben, die du brauchst, um zu einem Wort zu kommen. Versteh die Symbolik, die ich dir mitteile. Das, was ich jetzt sage, ist nichts Neues, aber wenn sich das in dir wiederholt, das ist der Prozess, wo ich immer wieder anspringe. Es ist, du hast dieses Leben zur Verfügung, dieses ganze Leben. Und da wirst du irgendwann mal begreifen, dein Leben ist nicht, wie deine Logik dir das jetzt sagt, eine Spanne von 80, 90, vielleicht 100 oder noch ein paar Jährchen mehr. Es gibt keine chronologische Zeit. Du wirst in diesem Leben bis in alle Ewigkeit drinstecken, bis du wach wirst. Darum habe ich gesagt, das ist das Letzte, darum bin ich jetzt in dir aufgetaucht. Es wird ewig dauern, dieses Leben. Da gibt es natürlich auch wieder viele, viele Facetten. Mal eine Zeit lang haben wir gesagt, es gibt was viel Schlimmeres wie den Tod, nämlich jeden Morgen als unser Holger wach zu werden. Wobei das jetzt nicht mehr ganz stimmt. Ihr könnt auch zum Beispiel sagen, als ein Ugur wach zu werden. Jetzt können wir uns irgendwelche Menschen, die total immer wieder ausrasten. Das ist viel schlimmer wie der Tod. Weil der auf dich einbrüllt, ist dein jetziges Ego. Die einzige Quelle für Leid und Schmerzen, die du erlebst, ist dein Wertesystem. Weil die Reizauslöser, die ich in dir auftauchen lasse, sind vollkommen wertfrei, vollkommen neutral. Deine zwanghafte Reaktion drauf und die Verwandlung beginnt, indem du jetzt zuerst einmal der wirst, der sich selbst beobachtet. Jetzt, du wirst praktisch zum Beobachter des träumenden Geistes. Wo ich sage, denk, wenn du an dich denkst, an einen träumenden Geist, der ist was Ausgedachtes und jetzt gehst du eine Stufe drüber und beobachtest den träumenden Geist, was er träumt und wie er reagiert auf seine Reizauslöser. Wie er ständig Qualitäten bewertet, Wünsche, Ablehnungen, du musst es nur anschauen. Und dieser erhobene, jetzt wirklich rot geschriebene Geist, der bist du erst dann, wenn du das vollkommen wertfrei machst. Genau. Weil solange du jetzt wieder anfängst, dass du merkst, wie du wieder einseitig bist, ist im Hintergrund schon wieder diese Verbindung zu dem, der du zu sein glaubst, dass du dich verbessern willst. Damit hast du das Programm nicht verlassen. Du bist kein wertfreier Beobachter. Das ist diese Ausdrucksweise, dass immer, machen wir mal so kleine Experimente, wo ich immer sage, die zu glauben, du wüsstest, du hättest deine eigene Meinung, dein Geschmack, vergiss es. Mein Beispiel jetzt bei jungen Leuten, die ich mir jetzt ausdenke mit dem Udo-Programm. Das ist kein Feind, ich habe das ja erschaffen, das Programm. Ob ich der Du's nehme, ob ich Musikgeschmack nehme, wie ich mich anziehe, die sind uniformiert, ich bin da überall schon drauf eingegangen. Du kannst dir doch bewusst machen, was dich interessiert. Du kannst dir bewusst machen, was dir gefällt. Du sagst, das weiß ich doch, sagt er nochmal. Ich weiß doch, was mir gefällt. Ist doch meine Meinung, ist doch mein Geschmack. Vergiss es. Deine Meinung ist eine andere und du hast noch keine eigene Meinung. Wenn du der bist, der du Wirklicht, als wirkendes Licht, die Lampe im Projektor bist, dann bist du ich. Das heißt, deine Meinung wird zu 100% die Meinung sein, die ich dir jetzt erzähle, weil ich jetzt ein Selbstgespräch führe. JCH erklärt es ICH. Gott erklärt es einem Gotteskind. Das absolute Licht erklärt es einem Geistefunken von sich selbst. Und gleich wieder schiebe ich nach, das Leben, da musst du nichts verändern. Es wird sich elementar im tiefsten Innern verändern, wenn du anfängst, zuerst einmal dieser Beobachter zu werden, weil du wirst dann die Sinnlosigkeiten erkennen von deinen Aktionen. Du wirst immer mehr der, der immer ist und zwangsläufig erkennen, was bisher die Quelle deines Leids war. Nicht das, was deine Logik dir suggeriert, wer daran schuld ist. Und da kann der Udo seit einem viertelten Jahrhundert immer wieder darauf hinweisen, du hast zurzeit ein Programm, dieser zweite,
wenn du Geist, und du bist ja der Einzige, der den Traum erlebt, wenn du dich, ich sage mal, jetzt einseitig schlecht fühlst, das gilt natürlich auch, wenn du dich gut fühlst, da ist es aber komplett ausgeblendet. Kleinen Moment. Petscher? Hier ist der Meister, hallo. Ja, kurze Frage, bis wann kommen Sie? Also vormittags auf jeden Fall nicht mehr. Hier wegen Einführung, denke ich mal so. Alles bloß, dass ich weiß, dass ich da bin. Genau. Was dann schon? Mehr wollte ich nicht wissen. Jawohl, alles klar. Dankeschön, tschüss. Bis um eins, Ritter. Er kann es nicht genau sagen. Weltliche Sachen. Schau, ist das jetzt schon wieder, was ist, kann das Pixel sein? Ich sage das immer wieder dazu, das ist jetzt deine Welt. Für deine Welt ist das eine Randerscheinung, das sind aber nur Worte, die du öfter interpretieren kannst. Ja. Das ist, ja, in dem gut. Leben, dein Leben ist genauso. Jetzt könnte dein Telefon klingeln. Deins. Aber was ist das alles? Das sind Gedanken, die jetzt gedacht werden. Es hängt extrem davon ab, wer du bist. Und das Immerseiende, dieses Immerseiende erkennen, was man selbst ist und diese Währungen auf und ab einfach anschauen, im Positiven, im Negativen, habe ich gerade gesagt, dass dein Ego dir immer, der Zweite, immer ganz genau erklären wird, wer oder was dran schuld ist, wenn du dich psychisch oder physisch schlecht fühlst. Und sollte dein Ego das nicht wissen, willst du das von irgendeiner Figur erfahren, gehst du zu einem Arzt oder zum Psychiater, ich würde auf der Arbeit gemobbt, egal was. Und dann muss der dir erklären, was daran schuld ist, dass du dich schlecht fühlst. Was dir aber nicht klar ist, wenn du ein träumender Geist bist, dass diese Figuren, die jetzt in deinem Traum auftauchen, letztendlich dir bloß Sachen erzählen können, die du selber träumst. Aber du meinst wieder, das ist von wem anderen, das Wissen ist von wem anderen. Nichts ist trügerischer wie die Berater in der Welt. Die ganzen Lehrgänge. Wie man reich wird, wie man sich gesund hält, und dann schaust du dir Videos an über Nahrungsergänzungsmittel, was gesunde Nahrung ist, was schlechte Nahrung ist. Ein riesen Sammelsurium von Meinungen, die, egal wer in dir auftaucht, da mal gesprochen, nur angelesenes Wissen rezitiert, ein einseitig angelesenes Wissen rezitiert. Meinst du, dass du so irgendwann begreifst, was Heiligkeit bedeutet? Die ganzen Blogger, was Schönes, was nicht Schönes, auch gerade jetzt Nahrungsergänzungsmittel, Akol. Das hebräische Wort sagt alles aus. Kol ist alles. A, imperfekt gelesen, ich werde, ich kann, ich soll alles essen. Lateinisch esse sein. Du musst zu einem geistigen Allesfresser werden, um heilig zu sein. Was du eigentlich schon bist, du hast es bloß vergessen. Du müsst auch immer wieder, meine Botschaft richtet sich nicht an irgendwelche von dir jetzt ausgedachte Menschen. Ich habe auch überhaupt kein Bedürfnis, das unter diesen Menschen zu verstreuen. Das kann durchaus eine Welt entstehen, wo das jeder weiß. Ich sage immer, Holofeeling ist eigentlich das Wissen des dritten Jahrtausends, einer vollkommen neuen Welt. Das heißt, es gibt Traumwelten, in denen Holofeeling praktisch einen wesentlich höheren Stellenwert hat, wie jetzt die naturwissenschaftliche Erkenntnis, an die du jetzt zurzeit glaubst, die du dir ausdrückst. Es ist aber eine komplett neue Welt, ein ganz anderer Traum. Mit ganz anderen Voraussetzungen. Alle für einen und einer für alle. Das sind übrigens die vier. Die drei Musketiere und der Fremde. Die rote vier mit den drei anderen. Meinst du, dass irgendein Märchen, eine Geschichte sinnlos wäre, wenn das in dir auftaucht? Hast du das schon verstanden? Dieses Spiel von Namen, ich kenne jetzt gerade, wenn man in die Vatersprache, ich springe immer von Selbstgespräch zu Selbstgespräch. Manchmal gehen wir ein bisschen mehr in die Namen, vielleicht machen wir ein bisschen in die Dora rein. Wird es noch viel, viel heißer, wenn wir jetzt in die Upanishaden reingehen, in die verschiedenen. Aber das entzieht sich dann der Verstehbarkeit, glaub es mir. Drum ist dieses System der Vatersprache ist unheimlich simpel und ihr merkt es ja, ihr, wenn ich jetzt sage, meine ich Geistesfunk, die es wirklich seit 20 Jahren studieren, wie sich die Welt langsam verändert. Die eigene, die ganz persönliche Welt, obwohl oberflächlich betrachtet, lebst du in dem Kollektiv, den wir uns jetzt als Brösel ausdenken, immer noch in derselben Welt. Ich habe absichtlich selbst gesagt, jetzt muss man natürlich wissen, was ist Welt? Welt. W-E-L-D. Brandopfer.
Der polare Rand, der von Augenblick zu Augenblick, das ist Welt. Welt ist ein ständiger Wechsel von Bildern. Das hebräische Wort drückt es schon aus. Hebraisiert, wohlgemerkt. Diese Hebraisierung kennt kein von dir ausgedachter Jude. Du kannst jetzt Menschen ausdenken, wo du sagst, die sprechen Ivri. Oder Jiddisch, ist ja was ganz was anderes. Und dann doch wieder nicht. Aber die wissen das nicht. Weil das immer Teilbereiche sind, die Kabbalisten. Die hängen an ihren Traditionen, die Orthodoxen, das sind uniformierte, programmierte Äffchen. Die Buddhisten genauso, egal welche Tradition du anhängst. Moser. Sie waren dann Angeber, sie leben in dem Wahn, dass sie meinen, ihre Religion, ihre Logik ist die einzig richtige. Ist auch ganz primitive, geistlose Basic-Programme, die sich anmaßen, zu urteilen, dass sie wesentlich logischer sind wie Windows oder OS 2 oder Linux. Das weiß doch jedes Kind, dass das Zeug unlogisch ist, was Windows von sich gibt, sagt Basic. Das, was du zurzeit hast, ist das jüngste Wissen. Was ihr vergessen habt, ist die Weisheit der Alten. Und selbst diese Weisheit der Alten, die du dir ausdenkst, ist noch sehr, sehr fehlerhaft und einseitig. Das ist der Satz, jeder große Philosoph deiner Menschheitsgeschichte hat zu seiner Zeit andere große Philosophen, die was anderes oder das Gegenteil behaupten. Wir kommen aus diesem perspektivischen Denken nicht heraus. Mhm. Aber wo du immer bist, das ist der Mittelpunkt, aus dem diese ganzen Sichtweisen entspringen, da bist du doch schon. Du musst dich bloß wieder erinnern. Und dann gehst du gerne mal als eine Rolle auf die Bühne des Lebens und spitzt eine Rolle. Das ist, wo ich immer sage, wie der Schauspieler, der sagt, ich will mal andere Rolle spielen. Ich will nicht immer bloß den Guten machen. Schauen wir mal ganz kurz. Kleinen Moment, fällt mir gerade was ein. Ich habe es nicht abgespeichert, schade. Mir ist gerade Hannibal Lecter eingefallen, eine Szene aus Hannibal Lecter. Das ist so unheimlich treffend. Die Welt spricht zu dir, mit den Zeichen, Liedchen, egal mit was wir einschalten. Wenn du die Vordersprache verstehst, ich kann immer nur sagen, wenn die Grundlagen da sind, lass uns durch die Stadt gehen und dann erkläre ich dir bloß die Schilder, die Autonummern, egal was da ist. Du brauchst nur die rudimentärsten Grundlagen von der Vordersprache, dass du nicht alles nachschauen musst. Wenn nicht, kann ich es dir den Song erzählen. Und dann hast du Dauergrenzen im Gesicht. Und dann wirst du merken, dass du eingehüllt bist im Wunder. Jeder einzelne Augenblick ist ein Wunder, entspringend aus einer gigantischen göttlichen Dateisprache heraus. Baselstückchen von einem heiligen Ganzen, wo du dich an allen erfreust. Wie primitiv ist die Logik, die du zurzeit zum Denken benutzt? Und dann hat man hier ein stilles Eingeständnis und Schweigen und dann machst du das Video aus und dann treibt dich deine Traumwelt wiederum in das Unbewusstsein rein, in deiner Brüsselrolle und sofort ist alles weg. Das ist, da muss nur was kaputt gehen oder das Telefon klingeln und von einem Moment zum anderen glitscht du wieder voll in die Vergessenheit. Darum ist das, was wichtig ist, ist das einmal immer während jeden Moment sich bewusst zu machen, was ist jetzt da, was ist Reizauslöser und wie reagiere ich drauf. Und es wird immer schneller, das ist die Phase, das ist auch in den Offenbarungen beschrieben, was bist du dann in dem absoluten Jetzt bist. Und dann wirst du beobachten, wie dein Brüssel sich über Kleinigkeit aufregt. Du wirst bewusst beobachten, wie du vergesslich wirst, was das schönste Geschenk ist überhaupt, weil das plötzlich keine Angst in dir auslöst, sondern eine riesen Freudeaussicht. Aber nicht die Freude, Angst, Freude sind zwei blauen Seiten. Was ist Freude und Angst? Ich könnte mal sagen, was ist ein Kreis und ein Dreieck in der Verbindung? Ein Kegel, das ist eine höhere Dimension. Das gilt für alles. Was ist Sonnenschein und Regen? Das ist Wetter. Das ist bei mir immer mit Kreis und Dreieck, wenn ich sage gut und schlecht. Es gibt ja viele, viele Zwischenperspektiven. Weise ich so auch darauf hin. Es gibt immer zwei beim Kegel, die Schattenwölfe sind zwei Hauptseiten, das ist der reine Kreis und das reine Dreieck. Mhm. Wenn wir den jetzt drehen und die Schattenwölfe anschauen, gibt es viele, viele Zwischenperspektiven, die entweder mehr kreisförmiger oder mehr dreiecksförmiger sind. Mhm.
Das ist eine Definition. Was ganz übel ist, ist ein Wischiwaschi, wo du jetzt gar nicht richtig sagen kannst, ist es ein Kreis oder ein Dreieck. Das sind dann in der Politik sind es die Vernünftigen. Das kannst du ganz vergessen. Diese Mitte ist nämlich nichts. Eine vorgestellte Mitte, die angeblich die Synthese ist, die du dir noch ausdenkst, ist nicht die Mitte. Weil die wirkliche Synthese von Wellenberg und Wellendahl ist was vollkommen Neues. Drum ist es immer, wenn ich sage Sonnenschein und Regen, ist wie Kreis und Dreieck. Und da gibt es natürlich viele Zwischenperspektiven, die mehr schönes Wetter sind oder mehr feuchtes. Ob jetzt das Feuchte, ob der Regen schlecht ist, ist schon wieder Definitionsfrage. Frag einmal den Bauern, wie oft sage ich das? Ja. Der kann gut sein und schlecht sein. Schlecht ist er mit Sicherheit, wenn es laufend nur regnet. Es ist aber genauso schlecht, wenn bloß die Sonne scheint. Und dasselbe gilt für Frieden und Krieg. Bin ich so oft darauf eingegangen. Erklär das einem normalen Menschen. Dass der Krieg ist wesentlich nötiger wie der Frieden. Weil der Krieg die Verwandlung verursacht. Die Zerstörung des Säuglings ermöglicht erst, dass du ein Schulkind wirst. Die Zerstörung des Schulkinds ermöglicht erst, dass du ein Erwachsener wirst. Und die Zerstörung des Erwachsenen ist letztendlich ein Gereiswerden. Genau. Ein geistiges Spiegelbewusstsein. Das ist aber die komplette Zerstörung des Affen, der du zu sein glaubst. Jetzt bist du letztendlich der, der du sowieso immer bist, weil du doch auch dann da bist, wenn du nicht an den Körper denkst. Egal an welchen deiner jetzigen Körper, die du dir mit deinem jetzigen Programm ausdenkst, vom Säugling bis zu dem Jetztpunkt und eventuell darüber hinaus, dass du sagst, wenn jemand sagt, du wirst auch noch ein altes Suppenhuhn werden, Ariane. Du arbeitest dran. Es geht nicht um diese Gedanken, es geht nicht um diese Vorstellungen, es geht nicht um diese Informationen. Es dreht sich immer alles um den, der du bist. Das ist hundertprozentig sicher. So, jetzt kannst du dich einmal hinsetzen und kannst dieses Video auf der Brüssel-Ebene mit irgendeinem Bekannten anschauen und schauen, wie er darauf reagiert. Und dann kannst du feststellen, ob ein Geist ist, der bewusst zuhört und eins zusammenzählen kann. Ob er jemand ist, der wirklich diese Worte hört und versteht, oder ob es bloß ein geistloses Keulen Interpretationsprogramm ist, das sagt, was erzählt der für einen Scheiß, was ist das für ein Blödsinn, wie kann man so ein Blödsinn glauben? Da ist kein Geist, weil der nicht zuhört, der versteht nicht das einfachste Deutsch. Das sind schöne Experimente, ich will doch nichts. Will ich irgendwas von dir? Tier? Ich will von den Tieren, die ich mir ausdenke, so überhaupt nichts. Was sollte ich denn von denen wollen? Alles, was die besitzen, haben sie doch eh von mir. Alles, was du träumst, kommt von mir. Und in dir ist nicht nur dein Programm, das habe ich so oft gesagt, das Buch, das du zurzeit liest, sondern in dir ist auch das ganze Bücherregal. Das wird dir aber erst bewusst, wenn du ich bist. Weil alle Menschen, die du dir ausdenkst und das Wissen, das du den Menschen zusprichst, sind ja Elemente, sind ja Facetten aus deinem Wissen. Darum ist wie oft das ich in Selbstgesprächen, dass in dem Moment, wo du dir jetzt einen super gescheiten Physiker oder einen super gescheiten Arzt oder was auch immer, einen Philosophen ausdenkst, muss im selben Moment das Gegenteil irgendein Dummer entstehen, der das nicht weiß. Und in dem Moment, wo du begreifst, ich denke mir den aus, entsteht der auch, aber was dir jetzt überhaupt nicht bewusst ist, dass den Dummen, in dem Moment, wo du sagst, ich weiß es ja nicht, was der weiß, bist du der Dumme, der zu dem Wissenden gehört. Aber genau genommen bist du doch der, der sich diese Gedankenwelle ausdenkt. Das wird dir immer mehr bewusst, umso mehr du ich wirst. Was du schon bist. Und da läuft auch nichts verkehrt, weil du musst in die Vergessenheit gehen, um was zu erleben. Der Leser, jetzt wieder normal gedacht als Symbol, der da sitzt und einen spannenden Roman liest, auch einen Film anschaut, es bleibt sich gleich, ist in dem Moment, wo er ganz konzentriert diese Geschichte in sich abspielt, ablaufen lässt, vollkommen, er hat jegliche Form von Selbstbewusstsein verloren, er ist eigentlich nur ein reiner Zuschauer, ich sage immer ein Kino, in dem ein Film läuft. Da sitzt keiner mehr da, der ein Buch in der Hand hat und umblättert, wenn du in einer Geschichte in den Worten versinkst. Da sind auch keine Worte, da ist kein Leser mehr da. Ist ein eigenartiger Zustand. Sobald du jetzt natürlich denkst, dass du da sitzt, ist es wieder weg. Das habe ich so oft gesagt mit Schnipp, jetzt habt ihr wieder ihr zwei Brösel, je nachdem wer du bist, die brennen auf der Nase.
Schlipp. Du merkst sofort die Brille, die war die ganze Zeit nicht da. Ja. Und dann kannst du mit den Zehen an den Beinen wackeln und dann sind Beine da unten. Wo waren die ganze Zeit? Und sag ich, Schnipp, jetzt hast du vor dir das da durch, schau die Buchstaben, die das, die Haaren. Es ist immer nur dann da, wenn es auftaucht. Und was nicht da ist, ist immer da. Alles gleichzeitig. Das ist Krishna. Das ist die Geschichte. Das ist das, was jetzt wichtig ist. Das musst du wissen. Nicht Wörter auffächern, alles sekundär. Jetzt hast du mal, das musst du langsam dran arbeiten, dich immer wieder in dieses Jetzt zu holen. Mhm. Ja. Nochmal bewusst machen, mit was für ein Wertesystem bewerte ich eigentlich die Sachen. Was äff ich geistlos nach? Wo ich mir hundertprozentig sicher war, dass das die einzige Wahrheit ist. Die einzige Vorstellung von richtig. Alles andere ist verkehrt. Das ist die Quelle von Leid. Und du musst es machen. Nur der träumende Geist kann den Traum verändern. Wie weit du das schaffst, schaffst du in deinem Nahfeld. Darum sage ich, reduziere dein Umfeld möglichst. Halt dich fern von Grüppchen. Grüppchen sind immer Einseitigkeiten. Ob das religiöse oder politische Grüppchen sind. Du musst nicht demonstrieren, gar nichts. Ich sage jetzt natürlich nicht, wenn es auf deinem Film ist, geh demonstrieren, aber dann wirst du die Sinnlosigkeit erkennen. Das Sympathisieren mit irgendeiner Einseitigkeit, das ist das Mitleiden an der Selbstentheiligung. Etwas entheiligen, was man als Ding an sich gar nicht entheiligen kann. Heilig bleibt heilig, auf ewig. Geist bleibt Geist und nichts bleibt nichts. Auch wenn es zum Träumen anfängt. Zum Abschluss, nichts ist immer rot geschrieben. Und alles, was existiert, alles ist vergänglich. Als winzig kleine Facetten, als Spritzer, als Wellen, die in dir auf, es spritzt aus dir heraus wie die Wellen und es kehrt wieder zurück. Selbst wenn sich was versucht, aus dem Dunst, aus dem Dampf zu machen, wird es zu Wolken werden, dann geht es eben durch die Reinigung der Erde und kehrt dann trotzdem zu dem zurück, der immer ist. Das ist die Symbolik deiner Traumwelt. Jetzt lassen wir es gut sein. Danke. Doch. Danke. Doch, Mio. Es ist sehr gut. Sehr gut. Ja. Das ist das Spiel. Gespiegelt aufgespannte Polarität. Das ist das hebräische Wort für gut. Plus 5, minus 5 ist 10. Das ist der kleine Gott. Ciao. Danke.